Hey, meine lieben Leute, ich begrüße euch zu Domi gegen die Welt. Wir werden gegen ein paar Leute Yu-Gi-Oh! Online spielen. Ich denke, so 20 Minuten ist durchaus angenehm. Okay, du fängst an, mein guter Dragon 8824. Ich spiele jetzt mit meinem Check Atlas 09 Account. Dann mal gucken, was der gute Dragon für ein Deck hat. Wahrscheinlich spielt er das alte Kaiba Deck. Gute alte Kaiba. Also fang an. Ich habe ganz gute Karten. Ich spiele mein Schicksalszellen Deck. Duell. Ein bisschen laggy. Ist es aktuell bei mir? Hoffentlich nicht. Okay, Schicksalsziehen. Das ist ziemlich stark. Weil dann kann ich nämlich Malicious weglegen. Dann darf ich zwei neue Karten ziehen. Und das finde ich ganz süß. Na? Weil diese Karte ist auf dem Friedhof brauchbar. Also auf der Hand. Okay. Was hat dieser Dragon vor? Ich kann ja auch ganz kurz mein... Achso, nee, kann ich noch nicht zeigen. Achso, stimmt. Es geht ja auch noch auf Zeit. Also, muss ich euch die Regeln erklären? Also... Okay, ich darf ziehen. Also, in meiner Trophas darf ich halt jetzt eine Karte ziehen, weil er angefangen hat. Der Spieler, der angefangen hat, darf in der Trophäe nicht ziehen in der ersten Runde. Ich aber schon gleich im Spielzug Nummer 2. Ich weiß nicht, was da los ist bei dem. Ich glaube nicht, dass es an meinem Internet liegt. Okay. Gib mir eine Karte. Ich habe Ruf der Gejagten gezogen. Das ist ganz nett. Kann auch durchaus praktisch sein. Ich aktiviere Schicksalsziehen. So, ich lege Malicious ab und darf zwei neue Karten ziehen, mein guter Kaiba. Oh, ich darf nochmal ziehen. Er überlegt. Ich aktiviere jetzt noch einmal Schicksalsziehen. Wir legen Dogma ab. Wir ziehen noch einen. Wir bekommen jetzt nicht das, was ich jetzt gebraucht hätte. Der hat irgendwas hier auf... Ich glaube, der hat sowas wie ein MST. Also spielen wir Shadow Mist. Verdeckt, setzten drei Karten. Ja. Nee, wir beenden den Zug. Du bist dran, mein guter Dragon. Ich glaube, Schicksalssignal, das werde ich mir noch behalten. Okay, was hat er vor? Es setzt eine Karte verdeckt. Ich hätte jetzt auch Malicious Effekt aktivieren können. Okay. Ziehe. Uhuhu. Okay, wir spielen Poli Moli Holi. So, das sollte dem jetzt ein bisschen dem Chaos machen. Außer er hat jetzt sowas wie, sagen wir, magischer Zylinder, aber das wäre sowas von lame. Ah,
Naja, diese drei verdeckten Karten machen mir schon ein bisschen Angst. Wehe. Komm. Ich traue mich jetzt noch nicht ganz so wirklich. Wir nutzen den Effekt mal. Gucken. Wir beschwören den im Verteidigungsmodus. Ich hätte jetzt auch angreifen können. Bestimmt liegt da sowas wie ein magischer Zylinder. Komm schon, lass mich angreifen, Junge. Ich greife ihn! Komm schon, Junge. Überleg nicht lange. Digga. Was soll der Scheiß, Junge? Überleg nicht zu lange. Gibt er jetzt etwa auf? Wenn ja, was ist das für dich, mein guter Dragon? 88, 24. Na 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 na. Was macht der Junge? Wehe, der Junge ist AFK. Überlegt. Wahrscheinlich liest er jetzt die Effekte durch von seinen drei verdeckten Karten. Ja, okay. Wenn er den hier zerstört, dann bin ich zufrieden. Okay. Ich gehe davon aus, dass da ein magischer Zylinder liegt. 3000 direkt. Komm schon. Naja, falls er meinen Schicksals... Oh. Der Lümmel. Damit habe ich nicht gerechnet. Fuck. Da hat er mich wohl ausgetrickst, der Gute. Dragon. Aber ich habe noch eine andere Strategy. Im Kopf. Ich darf weitermachen. Okay. So, ich gehe jetzt erstmal in die Main Phase 2. Was haben wir so auf dem Friedhof? Okay. Ich würde sagen, ich spiele die hier noch verdeckt und hier einfach mal auf Zug beenden. Okay. Mir aus darf er Militias zerstören. Da habe ich echt nichts dagegen. Er hat nichts. Er macht nichts. Warum?
Spiegelkraft. Okay, wir spielen Elementarheld Schattennebel. So, mal gucken. Was er jetzt macht, die gute Dragon. Ist das so lame? Und spiel noch einmal. Oh. Er schluckt diesmal den Schaden. Entweder der hat nichts auf der Hand oder er ist einfach zu blöd. Ich glaube ja, dass er nichts auf der Hand hat. Was mir eventuell gefährlich werden könnte. Okay, ich lasse ihn mal ziehen. Also ich bin gerade in Führung. Was? Okay, was macht der Junge? Oh. König des Sumpfes. Ah. Der könnte mir durchaus hilfreich sein. Ich lege dir hier weg. Hole mir eine Bulli-Moli-Holi. Jetzt habe ich aber Angst, dass der... Ich glaube, ich greife lieber an. So. Mache ich schon mal ein bisschen Damage. Perfekt. Dann spielen wir die Fusion. Ah, nee. Auf der Gärten will ich nicht aktivieren. Sondern Delicious und Schattennebel. Fusionieren und dann bekommen wir Escuriedo. Und dank dem Effekt von Schattennebel dürfen wir jetzt auch noch einen Hellen auf die Hand holen. Schattennebels Effekt aktivieren. Und wir holen uns, ich würde sagen, Diamond Dude. Nein. Ja komm, Diamond Dude. Der Diamantenjunge. Okay, den... Okay, den kann ich ja noch beschwören. So. Diamond Dude. Und hier kommt der Effekt. Die oberste Karte meines Decks wird jetzt erstmal umgedreht. Okay, es handelt sich hier beim Diamond Dude. Okay. Direkte Karte aktivieren? Nein. Ich würde sagen, ich lege die hier. Mach dein Zugset, Kyber. Oder Dragon. Wahrscheinlich wird das Ganze nur ein einzelnes Duell. Ich habe 4 verdeckte Karten. Ich frage mich gerade, was der für 2 verdeckte Karten da liegen hat. Blisterdrache. Oh. Da kann er meinen Escuriedo lahmlegen. Macht er auch. Aber das passt ja perfekt, dass er mit dem angreift. Komm, greif an. Ich will, dass du angreifst. Nein. Oh, Junge. Als ob der wusste, dass ich hier Schicksalssignal habe. Oh, das ist great, Alter. Okay, wir opfern Diamond Dude. Ah, ich hätte zuerst einen Effekt aktivieren können. Und holen uns Dasher. So.
So. Okay, wir spielen jetzt als nächstes Ruf der Gejagten. Holen uns Schattennebel vom Friedhof wieder zurück. Weil wenn der als Spezialbeschwörung beschworen wurde, dürfen wir jetzt einen Maskenwechsel. Darf ich jetzt mir einen Maskenwechsel auf die Hand nehmen? Scheiße. Die habe ich hier gar nicht drin. Okay, ich habe es jetzt gewastet, aber ist jetzt auch völlig okay. Ich glaube, ich greife lieber mal mit dem hier an. Da ist ich ja eventuell auch den Effekt aktivieren sollen. Das wäre jetzt nicht schlimm gewesen. Okay, teuflische Kette. Okay. Ändert meinen Effekte. Hä? Achso, genau, stimmt. Das Viech kann hier nicht angreifen. Was machen wir jetzt? Ja, ich würde sagen, ich beende meinen Zug. Verdammt, ich glaube, der... Nee, der kann keinen Monarchendeck haben. Oder vielleicht doch. Ich habe immer noch eine Spiegelkraft. Okay, verhindert, dass Escuriada angreifen darf. Aber wenn ich Glück habe in meinem nächsten Zug, haben wir einen schönen Vorteil. Komm, lass mich bitte die Karte ziehen. Here I go. Okay, das ist richtig. Hatte sein Effekt aktiviert sich nicht. Aber kann ich? Ah, das geht! So, Effekt wird aktiviert. Das Ding hat 1800. Dann holen wir uns noch einen zweiten Dasher. So, wir opfern den alten. Und hier kommt der neue. So, so dreist muss man auch erstmal sein. So, take that. Jetzt stirb! Angriff annullieren, ist das dein Scheiß Ernst? Okay. Okay, dann bann ich halt meinen Zug. Wenn der jetzt nur lauter Fallenkarten hat auf der Hand, dann ist, das, ist dieses Scheiß weil ziemlich nervig. Jetzt Holy Moly Holy. Aber darauf bin ich vorbereitet. Er fusioniert. Zwei Karten. Der Sago-Zerstörer und der schwarzglänzende Soldat. Das ergibt Drachenmeister Ritter. Aber für jeden Drachen, den er hat, bekommt er 500 Angriffspunkte. Aber er kann nur als Fusionsbeschwörung beschworen werden. Was für ein Trottel. Das Ding hat 5500. Er macht den Effekt auf
Dasher. Ah. Warte mal. Ja, 5500. Ich kriege 2900 Damage. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich aktiviere den Effekt nicht. Ich fresse den Schaden. Und ich aktiviere Schicksalssignal. Nein. Und ich hole mir einen Diamond Dude. Im Angriffsmodus. Damit hat er sicher nicht gerechnet. So, angreifen kann er jetzt nicht mehr. Jetzt wahrscheinlich keine Karte verdeckt. Okay. Er hat jetzt damit gerechnet, dass ich jetzt sowas wie Spiegelkraft raushole. Aber nee. Effekt! Komm schon, irgendwas Gutes, irgendwas Gutes! Jetzt ist er Marsch. So, zerstört mal seinen Drachen, bitte. Okay, der Drache ist kaputt. Oh, Junge, das ist sowas von GG. Komm, greif an, greif an. Ja! Du Vollidiot! Ich aktiviere die Kraft des Spiegels! Oh, das war nur ein Bluff, mein Guter. Ah, der Arme tut mir jetzt schon leid. Ein Dash hat einen super tollen Effekt. Komm, Prisma. Ach, Kaiba, sprich dein Gebet. Es ist aus und vorbei. 2100 direkt. GG. Es war ein sehr, sehr schönes Duell, mein guter Dragon. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was für ein Comeback, ich weiß. Es war ein faires Duell, muss man sagen. Er hätte auch verdient gewonnen. Aber mit meinem kleinen Bluff sicher sehr gut ausgegangen. Da und ich muss sagen, das war's erstmal für diese Runde. Ja, Yu-Gi-Oh! Wenn ihr mehr Yu-Gi-Oh! Sehen wollt, dann zeigt das gerne mit einem Däumchen nach oben. Wenn nein, gebt einen Daumen runter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Domi. Spielt gegen die Welt. Bis dann und ciao, ciao, meine Lieben.